Die hätte sich lieber das schwierigere Zeug aussuchen sollen. Großartig, Sophie. Du hast die Plattform angehoben. Wir sind alle begeistert. Ich verstehe deinen Sarkasmus, Luke. Ich habe es wirklich geschafft, oder? Das war wahrlich beeindruckend für eine Frau, Fräulein der Narrateur. Gut gemacht. Für eine Labyrinthianerin. Ich höre entweder nicht oder abgehackt. Hast du den Satz vorgelesen? Hallo? Hallo? Internetprobleme? Ich glaube. Ich höre immer nur so. Wir sind die Roboter. Jetzt hört doch endlich auf, so zu reden. Nanu? Na okay, Marc, mach du mal erstmal weiter. Ich glaube. Hängt das gerade bei mir Ex? Ah. Was? Da hängt das gerade Ex. Da hängt der Ex, was? Geschieht ihm echt, dem Schwein. Warum hängt er da? Na gut. Nee, warum hängt er draußen? Hier drin war kein Haken. Ich wusste, dass du das kannst, Sophie. Die Zivilisation, die dies ihr Zuhause nannte, die Aslanti, muss hochentwickelt gewesen sein, wenn man diese Vorrichtung hier betrachtet. Ich frage mich, was aus diesen Menschen geworden ist. Leuchtmoos! Ich wette, wir werden einen Hinweis dazu finden, wenn wir weitergehen, Professor. Ja, das war die Leuchtmoos-Zivilisation. Die haben das erschaffen. Das muss also das Siegel der Verzweiflung sein. Oh, da wird jemand dran verzweifeln. Und ich mach mal ein bisschen das Fenster auf. Hier muss ein bisschen frische Luft rein. Hast du einen Sound abgespielt? Nein. Aber es ist warm. Viel zu warm. Und sorry, wenn es ist wirklich zu warm. Und sorry, wenn dadurch Straßengeräusche. Wir sind halt alle heiß. Ja. Wer ist heiß? Also ich auf jeden Fall. Ja, du auf jeden Fall. Also, Siegel der Verzweiflung. Das Siegel der Verzweiflung. Es spielt die ganze Zeit immer den gleichen Sound nein, ab. Nein, nein. Ich höre schon, wie Marc verzweifelt. Okay, Es wird schon. Maya? Es ist viel besser, wenn wir nicht in den Abgrund starren. Außer ihr wollt ausprobieren, wie tief er ist. Oh. Maya, nehmen Sie mich runter! Nein, Luke, das niemals! Das mit dem Moos habe ich Ihnen noch verziehen. Gerade so. Ja. Aber Luke, wenn wir dich in den Abgrund schmeißen, sehen wir dann sogar, wo es leuchtet, wie tief er ist. Außerdem kann man dann ja Folgendes machen. Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Dr. Litchfield, bitte nicht. Dr. Cox? Ich finde es so toll wie im Hintergrund. Dr. Litchfield, bitte in die Chirurgie. Der Luke, der in den Abgrund fiel. Nein! Weiteres Rätsel, bla bla bla. Nein! Dr. Litchfield, bitte in die Chirurgie. Moment. Laborchef Dr. Klink? Bitte in die Chirurgie. In der Tat. Okay. Überlassen Sie das mir, Professor. Mit der Chirurgie. Oh nein. Maya? Schon wieder dieses Puddelup. Okay, dann mach du mal. Oh nein! Das ist mein Rätsel! Haha, Sophies Kampfgeist hat wohl auf sie abgefärbt.
Und jetzt Leighton von Phoenix und ich hab schon gelöst. Wenn das so ist, wieso versuchen Sie und Luke nicht, das Rätsel mit vereinten Kräften zu lösen? Das funktioniert sicher wunderbar, denn ich vertraue, denn ich traue Ihnen beiden nicht, euch beiden nicht zu, dass ihr es allein schafft. Alles klar. Itadakimasu. Ja, kann man das Leben machen. Hasst mich. Nein, das nur Skype. Nicht. Steht da nicht. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Oh Mann. Jetzt fand ich mich gerade selbst mal lustig. Nee, das war schön. Mal ist gut. Stimmt, habe ich mir auch gedacht. Okay, Textzeile? Noch da? Leben? Ja. Gut. Wir kümmern uns darum. Schön, schön. Gestern 2 Stunden skypen ohne Unterbrechung, alles gut. Mit euch, ab 20 Minuten im Abbruch. Vielleicht liegt es ja an meinem Stream-Kram. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das zweite Siegel. Kluft wird eine Brücke und dieser Weg wird leicht sein. Der Weg ist ein wahres Labyrinth und scheinbar gibt es einen Ausgang. Ganz sicher, ganz einfach. Hier sind einige Hebel, die verschiedene Teile der Brücke drehen. Ich drehe die einzelnen Teile so, dass ein Weg von einer Seite zur anderen führt. Ein sehr leichter Weg, möchte ich nochmal anmerken. Das Spiel will Markt triggern. Ja. Okay, wir sollen die Hebel berühren, um das Ganze zu... ist ja schon fast fertig. Aber irgendwie hier nicht. Okay, also müssen wir jetzt den auf jeden Fall drehen... Also das letzte drehen? Ist hier eins, was nach unten? Ja. So, warte mal, das muss so. Und das letzte müsste jetzt nur noch... Aha. Das mittlere ist, also vom dritten zum vierten. Oh, schade. Ich dachte, das wäre schon fertig. Ja, das ist wir also... Wir dachten das... alle zu viel. Ja, irgendwie. Okay, also das denke ich mal, wenn es oben dort ist, ist da eins, das oben ist? Ja. Okay, so. Und fertig. Jetzt ist es. Tap, 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 tap. Und jetzt drehen. Drehen mittendrin. Das war für das Moos. Swarry! Yay. Du hast es geschafft. Lass uns weitergehen. Ja. Wir haben es geschafft. Die Brücke ist repariert. Jetzt können wir uns auf den Weg zum letzten Siegel machen. Juhu. Yeah. Ich höre nur... Yeah. Und jetzt höre ich gar nichts. Mir hängt es gerade mega. Ja, du auch. Was? Bei ihr hängt es gerade mega. Marc, springst du ein? Na gut, ich hab so getan, als würde mein Kamerabild hängen. Genau so. Aber mit einem bescheuerten Gesichtsausdruck. Ich hab so ähnlich. Das hast du nur gesagt, damit ich bescheuerte Gesichtsausdrücke mache. Achso, Moment. Ich mach mal einen bescheuerten Gesichtsausdruck. Genau. Hör doch jetzt alles mal klar. Auf, diesen bescheuerten Gesichtsausdruck zu machen. Alles klar. So, und jetzt lese ich vor. Alles klar. Alles klar. Einfach die Augen geradeaus halten und egal, was ihr tut, seht nicht nach unten. Oh mein Gott, da unten. Da liegt ein leuchtender Luke. Springt einfach nicht aus dem auf dem Ding rum. Ich glaube nicht, dass mein Herz das mitmacht. Ups, jetzt liegt's da unten. Aber Ryan, die Brücke ist richtig stabil. Sehen Sie? Schluss damit, Luke. Deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Haha, nee, Moment.
Ihr seid voller Elan, nicht wahr, Professor? In der Tat. Fräulein der Narrateur. Ich mich jedes Mal freue, wenn das wieder kommt. Wie beim ersten Mal. Mit einem Lächeln laufen unsere Nachforschungen gleich besser. Auf zum nächsten Siegel. Ach so, das war erst das zweite, ja. Mann, wir sind aber echt lahm. Mhm. Philipp. Das ist das letzte Siegel, oder, Professor? In der Tat. Weil es dazu beiträgt, das Tor der Zerstörung zu öffnen. Ja, das Tor der Zerstörung wird sich öffnen, wenn das Siegel der Weisen gebrochen wird. Und dann gibt's nicht mal das Siegel der Kraft und nicht das Siegel des Mutes? Das ist mein Handy. Echt? Das Siegel der Kraft und das Siegel des Mutes? Ja, mein Handy ist das Siegel der Kraft und des Mutes. Ja, genau. Ich denke, nun sind wir an der Reihe, Herr Wright. Warte mal, wer hat denn... Ich habe übrigens jetzt alle 4 Wächter befreit. Ah. Aber jetzt will ich alle Erinnerungen sammeln. Ah. Weiter. Ich habe schon alle Erinnerungen gesammelt, alle Wächter befreit und jetzt bin ich... und habe auch schon den Bosskampf so gemacht. Ist echt cool. Ich überlege, ob ich... Also alle Samen werde ich wahrscheinlich nicht sammeln, aber alle Schreine möchte ich gerne. Du willst nicht alle Samen haben? Nee, von manchen will ich die gar nicht. Aber... Ja, außerdem, was will ich mit dem goldenen Scheißhaufen? Ja, eben. Ah. Wie viele braucht man, um alle Upgrades zu haben? Braucht man ja, glaube ich, gar nicht alle. 450 Euro die Dreh rum. Oh, doch so viel. Mhm. Na, vielleicht dann doch nicht. Ja, so, also die Hälfte aller Verstreuten, so knapp. Ich habe jetzt immerhin schon 16 Herzen und 3 Kringel. Mhm. Ausdauerkringel. Ja, nice. Man kann übrigens nicht die Maximalanzahl an Herzen und die Maximalanzahl an Kringeln haben derzeit. Ich weiß nicht, ob sich das mit einem DLC ändern wird. Gut, dass du sagst, dann werde ich mal erst alle Herzen maximieren, weil das sonst scheiße aussieht, wenn da 19 statt 20 sind. 18? Oder gibt es dann 30? Oder 18? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel die Maximalzahl ist. Auf jeden Fall 2 so eine Leiste springt voll. Aber nach 15 springt erst in die zweite Leiste runter. Ach so, nee, dann sind es 28 statt 30. Okay. Mal schauen. Und wie viele Kringel kann man haben? Also. Hier nicht so rum, Mann! Drei. Ja, 3. Ja. Oh. Dann habe ich es mir schon verkackt, ja. Weil ich habe 3. Ja, du kannst. Also, es gibt eine Möglichkeit, das wieder umzutauschen, aber. Ach so. Ja, aber ja, davon erzähle ich nichts. Oh, okay. Ja, ich habe schon darauf gewartet, Herr Layton. Warte! Klang ja nicht gerade wie... Ich kann... Leck! Maya, pst! Ist unsere Maya eigentlich wieder da? Hallo, Maya? Nö. Es wurde jedenfalls gerade bei mir angezeigt. Oh. Dass sie wieder da wäre, aber... Weiß ich nicht. Hey, hier sind 2 Vertiefungen im Altar. Komm mal her, Luke. Es sieht so aus, als gehörten diese Vertiefungen zusammen. Was sind das für Platten? Sag's nicht. Was? Sag es nicht. Was? Wieso? Das eine ist Modern Talking, das andere ist Xavier. So. Du hast es gesagt. Mist! Ich bin auf mich selbst reingefallen. Es ist ein Rätsel, das eine Person allein nicht lösen kann. Ich vermute, wir müssen unsere Kräfte einen, damit wir wenn wir dieses Tor öffnen wollen. Ach so, dafür sind diese Vertiefungen.